guck mal hier, Bro. Ey, Bruder. Oh, guck mal hier. Bro, Digga, das ist Naturkatastrophe hier, ne? Bro, diese Welle ist anders big. Das ist einfach nur wild. Community-Event also heute, Leute, ja? Wir haben heute was Besonderes geplant. An der Stelle herzlich willkommen und herzlich willkommen und herzlich willkommen. Hallo? Wir haben heute eine ganz, ganz wilde Nummer geplant. Was ist das hier oben und was soll das? Nochmal Banos Onkel, wieso ist der hier? Runter von dem Ding. Und zwar haben wir etwas unglaublich Tolles kreiert. Und zwar... Ich bin sehr gespannt. ...werden wir euch jetzt zeigen, wie es aussieht in 15 Jahren, wenn die globale Erwärmung noch weiterhin hittet, meine Freunde. Es gibt immer noch Asoziale wie ich, die ihren AMG nicht abgeben wollen, obwohl sie sich einen Tesla leisten könnten. Bin ich auch ehrlich, Leute. Sobald es VIP-Leasing von Tesla gibt, bin ich da drin. Also Elon, please make it happen. Wir lassen heute einfach alle Spieler, die wir haben, ertrinken, oder? Das ist doch eine Ansage. Also heute scheppern Naturkatastrophen der anderen Art und Weise rein. Wir haben Flutwellen, Tsunamis, Wasserspiegel und die Regel ist eigentlich ganz simpel. Sucht euch irgendwo einen Platz, wo euch das Wasser nicht berührt. Geht nach oben, es ist eine Stadt mit Hochhäusern. Und wenn ihr dann oben seid, Leute, ja, dann seid ihr sicher vor dem Wasser, sage ich mal. Seid ihr sicher? Ich bleibe eiskalt. 100 Spieler müssen vor den Tsunamis entkommen, sonst sterben sie an Staublunge. Genau. Du bist nur Fame wegen Don Balbano. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Domo. Alle rennen gerade Don Balbano hinterher und schlagen ihn. Und ich finde das geil. Es gibt so Dinge, Leute. Don Balbanos Onkel rennt sogar hinterher und schlägt ihn. Perfekt. Ich bin ja eigentlich gegen Mobbing, ne? Also es ist ja wirklich so. Aber es gibt da Ausnahmen, die man machen muss. Papa Platte, Trimax und Don Balbano würde ich auf eine Stufe stellen. Kann man einfach mal draufschlagen. Wir haben eine riesige Map, meine Freunde. Es gibt Tsunamis von allen Seiten, kommen Waves reingeschallert, Alter. Und ihr müsst jetzt gucken, diesen Waves zu entkommen. Ihr habt eine wunderschöne Map in New York. Das Ding ist, Leute, wenn so eine Wave, ja, ein Gebäude hittet, obviously geht das Gebäude davon kaputt. Ist ja klar. Es ist nämlich ätzendes Atomgiftwasser. Ja, genau das, was später noch vom Himmel regnen wird. Das heißt in 20 Jahren. Wahrscheinlich sogar dieses Jahr noch. So ab 2020 das dato ist. Ich würde sagen, Leute, wir sind full. Ja, Mann, Digga, starte das Event in 3, 2, 1, go. Ich würde sagen, Leute, wir schauen mal ganz kurz, wo sich hier die einzelnen Spieler verstecken. Wir haben jetzt erst 96 Überlebende, ja? Und ich sag's mal so, sobald die erste Wave hittet, bin ich mir sicher, müssen wir jetzt dem Wasser entkommen. Nein, Quarantäne, okay. Lars, du musst im Wasser schwimmen und gucken, so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Du dämlicher Idiot. Wenn ihr Wasser berührt, seid ihr tot. Es gilt auch für Springbrunnen. Ist schon einer ausgeschieden. Digga, der ist wirklich... Bro, sobald ihr Wasser berührt, seid ihr tot. Was ist daran so schwer zu verstehen, Alter? Das Wasser tötet, rafft ihr es nicht, Alter. Das hier ist auf jeden Fall Süden, also lassen wir auf jeden Fall mal aus Norden eine Welle kommen. Genau, jetzt lassen wir mal aus Norden hier eine Welle reinscheppern, Leute. Die kommt hier, ihr seht hier eine ganz kleine, feine Welle. Nicht die kleine, sondern die feine, wie ihr all is. Schappert sie hier auf ganz entspannt ins Land hinein. Und ihr seht jetzt schon, Leute, was passiert. Achtung, wir hören es sogar. Passt auf, hört hin. Oh, jetzt geht's los. Oh, Alter. Das ist wie Knäckebrot, ne? Die Welle frisst dich hier durch. Also das Ding ist, ihr seht, die Wellen machen die Map kaputt, ne? Jetzt ist natürlich folgendes das Ding, ja? Ihr denkt, ihr seid hier oben sicher. Seid ihr aber nicht, weil die Wellen werden natürlich höher, ne? Wir warten jetzt erstmal hier ganz entspannt so. Wir machen erstmal die Runde erhöhen. Wir machen erstmal hier schön die Welle noch mal ein bisschen größer von Norden. Kommen jetzt noch mal ein paar geilere Wellen. Ein bisschen größere, sag ich mal, ne? Die fangen ja ein bisschen früher an. Die werden noch größer und irgendwann wird die gesamte Map quasi von Wellen zerfressen. Das ist eine ziemlich wilde Nummer. Wir hoffen mal, dass jetzt mit 100 Spielern auch soweit funktioniert. Denn, klar, die Wellen machen ja eins, Tobi. Und zwar erhöhen die den... Wasserspiegel. Aldo, du sagst es, mein Guter, ne? Und irgendwann schepperst du eine Welle einfach mal so rein, Leute. Das ist davon einfach jemand, der wird wrecked. Der geht down, Alter, so wie Z-Max sagen würde. Und genau das passiert jetzt, Leute. Denn der Wasserspiegel, der erhöht sich jetzt. Achtung. Oh, der Wasserspiegel ist gestiegen, Leute. Es passiert jetzt hier im Moment, ihr seht es, Leute, um einen Block ist der Wasserspiegel auf der gesamten Map herangestiegen. Jetzt haben wir nämlich auch folgendes Ding. Ihr seht jetzt nämlich, dass die Wellen auch ein bisschen weiter ins Land hineingehen, denn sie haben ja quasi mehr Wasser, an dem sie sich quasi ernähren können, ja? Ihr seht es hier, ein bisschen mehr wurde aber abgetragen und wir machen auf jeden Fall mal die Runde auf 8 direkt und lassen mal eine Welle von der anderen Seite kommen, Tobi, oder was sagst du? Von Süden oder von wo? Ja, komm, wir machen mal. Okay, was du machst, aus. Aber Süden ist echt langweilig. Guck mal hier, Bro. Süden sieht langweilig aus. Aber hier das Gebäude rechts. Boah, Bruder, das wird auf jeden Fall direkt mal weggescheppert, Alter. Stell dir mal vor, auf dem Balkon wird schon jemand drauf, ja? Bro, what the f*** ist das für eine Monster-Wave? Holy f***, Bruder. Die Bruder, die fetzt es hier schon ein. Alter, der ein Glück.
Oh, meiner Q. Nee. Digga, hier steht aber direkt einer. Guck mal hier, Bro. Werden die Gebäude komplett zerstört? Ja, natürlich werden die komplett zerstört, Bro. Was denkst du denn, Alter? Bruder, den Bahnhof hier hat es auf jeden Fall mal komplett unter Wasser gesetzt auch schon. Der ist ja mal ganz weggefressen, Alter. Bruff, das Wasser ist natürlich wieder angestiegen, ja. Dadurch, dass natürlich jetzt hier die ganzen Wellen wieder reingeschallert haben. Das Wasser ist wieder mal gestiegen, Leute. Das heißt, die Wellen fangen jetzt auch hier in dem Wasser schon an, richtig? Genau. Ne? Leute, ich sag euch, Leute, wenn ich nämlich jetzt hier eine Wave mache, eine Big Wave, Big Trip, sagen wir mal von Westen quasi, hier, guck mal, wo die Welle jetzt anfängt, Leute, viel, viel früher schon, ne? Mit der Welle ist nicht gut Kirschen essen, meine Freunde. Die da sind Stadt, noch zwei gerade wieder gestorben. Ganz ehrlich, Leute, diese Waves hier, Bruder, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben ja hier wirklich Spezialisten, die sich hier ganz, ganz oben verkrochen haben. Die denken, dass die Schwämme die Welle aufhalten. Tun sie das denn? Nee. Ja, falsch gedacht, Leute, ne? Also, wir gehen hin und erhöhen nochmal die Rundenzahl, Tobi, auf eine solide 9, würde ich sagen, Leute. Ja? Oh, das sind jetzt extrem hohe Tsunamis. Und wir lassen diesmal eine Welle aus Süden kommen, Leute. Die schallert nämlich jetzt hier erstmal schön den Highway beiseite. Achtung. Digga, die wird auf jeden Fall... Oh, die wird auch hier das Gebäude wegfetzen, Bruder. Ey, Bruder. Oh, guck mal hier. Oh, Digga, das ist eine Naturkatastrophe hier, ne? Das ist eine richtige Katastrophe. Es wird nicht mehr lange dauern, bis alle Spieler hier dead sind, ne? Ich sag mal so, die Leute haben es auf jeden Fall klug gemacht. Die meisten haben hier Gebäude gewählt, die nicht in der Nähe der Küste sind. Aber früher oder später, Leute, steigt das Wasser. Und ich würde sagen, es ist wieder Zeit, oder? Oh, guck mal, Digga, der ganze Hafen hier schon komplett unter Wasser. Die Stadt steht jetzt schon zum Teil unter Wasser hier. Guck mal, wie das hier aussieht, Tobi. Das ist echt geil, Mann. Oh, Digga, okay. Oh mein Gott, Digga, wie nice. Alles klar, Leute. Jetzt wird es wild. Wir machen eine Welle von Osten, Leute. Und schaut euch jetzt mal an, was hier passiert. Sayonara, arrivederci, mein Freund. Die Welle kommt und die Welle hittet, Leute. Also wir haben hier eine Menge Leute, die denken, sie sind am höchsten Punkt. Aber es gibt noch ein paar höhere Punkte, sag ich mal. Man muss sie nur finden. Bro, Tobi, wie insane das aussieht, Alter. Ja, guck mal bitte. Die Überschwemmung hier und so. Bruder, das ist eine ganz andere Nummer hier. Oh. Der Wasserspiegel steigt weiter. Oh nein. Der Wasserspiegel steigt einfach weiter. Warte mal ganz kurz. Hello, the water spiegel is diving. Es war CNN. Der Wasserspiegel ist schon wieder gestiegen, Tobi. Oh mein Gott. Digga, es sind gerade richtig viele gestorben, ne? Wo standen die denn? Die standen am Boden, Alter. Die waren AFK. Die waren lost. Oh mein Gott, die Stadt ist jetzt voll mit Wasser. Leute, die Flutwellen, die machen hier anders Terz, Digga. Es ist schon wieder gestiegen, Tobi. Mach eine Alarmanlage nach. Mach eine Alarmanlage. An alle Bürger! Die Purge. Was? Im Moment war falscher Film. Das Wasser. Dieses Gebäude, Leute, hier, das ist nicht mehr. Schaut mal, wie diese Welle hier einfach reinfrisst, Digga. Die ist gieriger als Pac-Man, sein Vater. Hat Pac-Man einen Vater? Schreibt's in die Kommentare. Bro, das sieht so insane aus, wie dieser Highway underwater ist. Dieses Wasser hier, ne, es steigt immer weiter. Der Wasserspiegel ist mittlerweile bei 76 Metern. Oh, Bro, der geht konstant auf die 80 zu, Tobi. Wir können es nicht mehr aufhalten. Ey, das sieht so geil aus, oder? Guck mal, komplett Chinatown. Underwater. Leute, jetzt wird Chinatown weggefetzt. Einfach, weil es mich nervt. Oh, Bruder, diese Welle hier. Diese Welle nimmt Chinatown hops. Guck mal, Digga, hier. Tobi, das war's. Ui, tschüss, Chinatown. Sayonara. Bruder, wie diese Waves hier einfach alles rasieren. Okay, Leute, wir lassen auf jeden Fall jetzt nochmal eine Big, Big Wave kommen. Wettervorhersage. Oh mein Gott, das wird ein 17er Tsunami, Tobi. Das war's. Nein, das weißt, war's, Digga. Guck mal auf den Tacho. 18er. Das ist ein West-Tsunami, Tobi. Der kommt von Westen. Bro, what the f***, Digga. Das war's mit dem Bahnhof, Digga. Das war's mit dem Bahnhof. Also ganz ehrlich, wer sich jetzt noch nicht nach oben gerettet hat, der ist raus, Digga. Der Bahnhof ist raus. Oh, das eine komplette Gebäude hier an der rechten Seite ist jetzt weg. Alter, Schöpfer, die Wellen fressen sich durch und die stehen oben und dann bricht es sich zusammen und dann... Richtig, richtig geil. Es ist so insane, wie das aussieht hier. Guck mal, Digga. Wir sehen schon die nächsten, die es hitten wird hier. Und hier die auf dem Atlas House Classic Jacob, Bro. Das war's an der Stelle komplett. Es wird Zeit für den 23er Tsunami. Der Wasserspiegel steigt hier unaufhörlich. Wir können es wirklich nicht mehr verhindern, Leute. Wir haben keine Kontrolle mehr. Die Natur ist uns entglitten. Ja, wir können es nicht verhindern. Hier kommt jetzt dieser eine Tsunami, sage ich mal. Mit einer 85er Wasserhöhe. Das war's. Boah, haben die ein Glück, Digga. Guck mal. Die werden nicht getroffen. Ganz ehrlich, Tobi, jetzt wird's aber jetzt. Also jetzt gibt's Harakash, Digga. Ich sag's dir, wie es ist. Oh, guck mal, Digga. Hier zur Hälfte. Die sind genau in der Schneise von zwei Tsunamis. Guck mal. Digga, die haben so ein Glück, die Jungs hier oben, ne? Ist einfach nur wild. Sayonara. Okay, das war's. Das war's mit dem Atlas Tower, Tobi. Echt jetzt? Macht's gut, Jungs. Die haben so ein Glück gehabt, guck mal. Ja, der hat davor, Digga, der reißt davor. Digga, das Gebäude weg. Davor hat's aber richtig, richtig krass getroffen. Die haben hier oben wirklich richtig reingelackt. Aber das Problem ist, Tobi, ich krieg's gerade noch vom Wetterdienst durchgegeben. Der Wasserspiegel steigt. Nein, Tobi, Real Talk, ich kann's nicht ändern. Ich kann's nicht ändern. Digga, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Tobi, wir können da nichts mehr tun. Wir können da nichts mehr tun, Alter. Wir können da nichts mehr tun. Was sagen die? Oh, jetzt wird's getroffen.
Oh Jungs, tut mir, ey Jungs, macht's gut, ne? Ihr seid wirklich Helden. Bro, diese Welle ist anders big. Bro, was sich hier für Wellen auftürmen, das ist so geil, Alter. Die wird wild. Ich glaube immer noch, dass sie Glück haben. Oh, wieder immer noch nicht. Government hat gesagt, er geht auf 100. Wir können nichts ändern. Er ist auf 100. Das war's. Digga. Nein. Das war's, Leute. Bruder. Und? Ja, und? Sayonara. Sayonara, mein Freund, Alter. Nein, immer simple, nein! Was? Bro! Bro! Digga, diese dieser Typ. Andere Lacker, Alter. Der Flex, Junge. Er bleibt einfach stehen. Er bewegt sich gar nicht. Nein! Der Dude chillt da noch. Nein! Oh. Er ist tot. Wir sind machtlos. Wir sind der Natur ausgeliefert, Digga. Alter, es tut mir so leid, ne? Wirklich, ich kann... Mann, wenn ich es irgendwie rückgängig machen könnte, ich würde alles wiederherstellen, wie es war, ne? Was sagt der? Was? Bürgermeistermäßig sagt, es ist 120 Truppen. Oh mein Gott, die sind am Arsch. Die hier sind ganz, ganz mies am Arsch gleich. Ey, ich würde diesen armen Männern so gerne helfen, ne? Oh mein Gott, Digga. Nein, Tobi. Der Wasserspiegel muss noch oh! ein Kanal. Ne, die sind jetzt schon down. Oh mein Gott, Digga. Jetzt ist gleich Ende. Nein, Tobi. Aus Westen. Tobi, wir sind bei Runde 60, ne? Ja, also das ist traurig. Das ist fast dran. Da kommt auf jeden Fall was angefahren, Bruder. Das ist gar nicht gut, Alter. Das ist eine Wand, ne? Das ist eine Wand. Und der hat Glück. Aber nein, das Wasser steigt. Oh nein, jetzt gehen welche drauf. Jetzt gehen die einen drauf. Und nicht nur die einen. Die Tsunamis sind ins Rechenzentrum gelaufen in Frankfurt. Das war's vom heutigen Community-Event, meine Freunde. Arschgeile Nummer, alle haben gewonnen. Wirklich großes Glückwunsch an alle, die dabei gewesen sind. Wir haben wohl vielleicht da ein bisschen übertrieben. Minecraft kommt da dann doch an seine Grenzen. Wir können sich nochmal komplett von neu starten, Leute. Das sind die Überlebenden, die bauen die neue Gesellschaft auf, ne? Oder so. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den anderen vorbei. Und wenn ihr das nochmal sehen wollt, mit Leuten, die sich selber was Geiles bauen wollen, Däumchen nach oben. Grüße an Leon und das ganze Team. Kuss auf eure Augen. Alhamdulillah. Macht's gut. Tschüss.